Ich weiß nicht, was ich mir bei diesem Video gedacht habe, aber ich glaube, es könnte heute belastend werden. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir machen heute wieder eine kleine Gameplay-Challenge, so wie meine One-Box-Challenge oder auch die Breed-Out-The-Weird-Challenge. Hat mir mega Spaß gemacht. Also falls ihr diese zwei Videos noch nicht gesehen habt, schaut sie sehr, sehr gerne an. Bei diesen Challenges spielen wir weder im Create-A-Sim noch im Baumodus, sondern wir spielen eben im Gameplay und stellen uns vor bestimmte Herausforderungen. Und heute haben wir eine ganz besondere Herausforderung, denn es ist fast Juni. Im März sind die Säuglinge rausgekommen und ich habe noch nicht einmal in meinem Spiel so richtig mit den Säuglingen gespielt. Und deswegen dachte ich mir heute, wir spielen gleich mit 6 von ihnen. Ich weiß, hört sich jetzt erstmal schrecklich an, wird es wahrscheinlich auch, aber ich habe mir gedacht, das wäre doch ziemlich lustig. Ich weiß, jeder interpretiert Humor anders. Wenn wir eine Challenge machen, wo wir 6 Säuglinge haben und jedes Säugling hat ein anderes Merkmal. Fantastisch! Ist nicht meine Idee, habe ich schon bei anderen amerikanischen YouTubern gesehen, also Shoutout geht raus. Ich glaube, dort waren es sogar 7 Säuglinge, aber es gibt ja nur 6 Merkmale, deswegen dachte ich mir, passt das perfekt. Ich weiß, dass es hier wahrscheinlich heute Mord und Totschlag geben wird, aber es wird fantastisch und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also, wir sind hier im Create-A-Sim, weil ich euch natürlich ganz kurz unsere tolle Familie vorstellen möchte. Ihr seht schon, wir haben nur eine Erwachsene, denn ich dachte mir, 2 Erwachsene wäre doch viel zu einfach. Nein, nein, wir haben nur unsere wunderbare Mom und das ist Kim Paneras. Und sie ist natürlich die geborene Mutter. Sie möchte auch eine Supermutter sein, weil ihr Mann sie verlassen hat. Und jetzt möchte sie es aller Welt zeigen, dass sie ihre 6 Säuglinge selbst erziehen kann. Ohne, dass sie hoffentlich vom Jugendamt abgeholt werden. Das ist das Ziel heute. Auf jeden Fall ist sie fröhlich, sie ist familienbewusst und sie ist gesellig, also perfekt für diese Challenge. Wir haben hier einmal den aggressiven Anton. Er ist gefühlsstark. Ich habe die Kinder nach dem ABC benannt, weil ich dachte, wenn die mal älter sind, dann muss sie nicht die ganzen Namen rufen, sondern sie kann einfach sagen, ABCDEF, kommt zum Essen. Fantastische Idee von mir, oder? Nach dem aggressiven Anton haben wir hier die belastende Bella. Denn sie ist zappelig. Dann haben wir hier den coolen Christian. Er ist nämlich total tiefenentspannt. Er ist unser ruhiges Kind. Ich hoffe, er wird uns nicht so viele Probleme bereiten. Und dann haben wir hier unseren Daniel Danger. Er ist nämlich unser vorsichtiges Kind. Das heißt, er sieht nämlich in allem eine Gefahr. Deswegen Daniel Danger. Toll, Nina. Dann haben wir noch die emotionale Emma. Denn sie ist unser kleines Sensibelchen. Ihr seht schon, davon werden wir heute noch eine Menge hören von diesen Geräuschen. Und als letztes haben wir unseren vorsichtigen Fernando. Naja, das ist also unsere Crew und damit werden wir uns jetzt ins Verderben stürzen. Achso, das Ziel der Challenge ist es, dass wir unsere Kinder bis zu... Eigentlich könnten wir da auch Mehrteiler draus machen, dass es nicht nur dieses Video wird, weil in diesem Video werden wir es nicht schaffen, aber wenn wir mehrere draus machen, werden wir es schaffen, nämlich dass wir sie dann bis zu Teenagern erziehen. Dann werden es nur halt, wie gesagt, vielleicht ein paar mehr Videos. Also mal gucken, wie das hier läuft und wie ihr es findet. Schreibt es mir dann gerne in die Kommentare, wenn ich es weiter versuchen soll. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass uns die Kinder nicht weggenommen werden. Ich hoffe es wirklich sehr. Erstmal brauchen wir ein Zuhause. Ja, super. Galerie ist offline. Was soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr bitte ausziehen? Okay, nachdem ich einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Säugling das Haus entzogen habe, haben wir nun ein Zuhause. Aber wir sind ja auch eine alleinerziehende Mutter und wir haben 6 Kinder. Also, wer hat das größere Übel? Ich. Oh mein Gott. Hä? Ein Kind fehlt. Ach nee, es ist da hinten drin. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Guckt euch das an, wie süß ist das denn bitte? Emma schreit sich hier schon die Seele aus dem Leib. Es kann einfach nur großartig werden. So, aber erstmal müssen wir das Haus natürlich jetzt ein bisschen babyproof machen, beziehungsweise wir brauchen überhaupt erstmal Möbel, damit alle unsere Kinder überleben können. Das heißt, wir brauchen Betten. Ein Bett haben wir hier schon, eine Wickelkommode haben wir und so eine Spielmatte. 3 Wochen später. Oh Gott, es sieht schrecklich aus. Das sieht wirklich aus, als hätten wir so eine illegale Babyfarm. Ich befürchte, mehr kann ich für den Moment nicht tun. I know, ich weiß, es sieht schrecklich aus. Ach, schön. Wenigstens einen schönen Baum können wir hier an die Wand machen. Look, pretty. Naja, das ist also das wunderbare Kinderzimmer. Also ich musste einmal umswitchen. Mom schläft jetzt hier und Babys schlafen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, genug Betten für alle da. Der Esstisch sieht folgendermaßen aus. Und kann es kaum erwarten, bis sie alle da dran sitzen. Es wird einfach fantastisch. Wir gucken jetzt einfach mal, wie die Lage ist. Wir schauen jetzt mal, also Mom hat jetzt erstmal Hunger, also Kim, ne? Ich sag die ganze Zeit Mom. Ich drücke einfach mal auf Play und schau mal, was die Babys so brauchen. Ich kenne ja nicht
das Zusammenspiel mit Kindern, also ich meine mit Säuglingen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird und was es für süße Interaktionen gibt und so weiter. Und jetzt gerade bin ich noch so, ha, das Leben ist so schön und die Kleinkinder sind so süß. Ich bin sehr gespannt, wie es nach diesem Video aussieht. Aber ja, noch sieht alles tutti frutti aus. Ich weiß nur, mein Problem ist, ich weiß immer nicht, welches Kind das ist. Daniel, hier. Leg ihn nochmal dahin, bitte. Ich glaube, das Gute ist, dass unsere Säuglinge auch noch nichts können. Dadurch liegen sie einfach nur hier und kacken sich in die Windel und freunden sich miteinander an. Guck mal, wie süß das ist. Denen geht's hervorragend. Hör mal, das Leben ist wunderbar. Ich habe nicht erwähnt, dass ich die Familiendynamiken als schwierig eingestellt habe. Habe ich vergessen. Die verstehen sich alle nicht so gut, beziehungsweise es wird schwierig, dass sie sich gut miteinander verstehen. Aber hier haben die ersten Kinder schon Hunger. Oh Gott, wir haben 4 Uhr in der Nacht. Vielleicht sollten wir unsere Kinder jetzt erstmal reinbringen. Also du kriegst jetzt erstmal eine frische Windel und anschließend trösten wir dich und werden dich küssen und werden dich ins Bett legen. Nee, essen noch. Essen. Man braucht Essen, wenn man ein Baby ist. Oh Gott, irgendwer hat Blähungen. Oh nein, Chris hat einen empfindlichen Magen. Säuglinge mit der Marathon Blähungen haben häufiger Gas im Bauch und sind quengeliger, da sie sich unwohl fühlen. It's me! Spaß. Oh mein Gott, aber ich finde das so süß, ne, dass sie die ganze Zeit ein Kind da hinten drauf hat. Nee. Kümmere dich weiterhin jetzt um das Baby. Oh Gott. Oh mein Gott, hier schläft ein Baby auf dem Boden. Ah, warum habe ich das nochmal gemacht? Oh mein Gott. Hört bitte auf zu schreien. Ein Kind ist jetzt schon mal gefüttert. Okay, und dann werden wir sie nämlich ins Bett bringen. Pass auf, wir bringen sie ins Bett. Du schläfst hier. Bella hier schlafen legen. Oh, Meilenstein auf Betreuungspersonen. Pieseln freigeschaltet. Das ist ein erinnerungswürdiger Moment. Das sehe ich auch so, ja. Alright, Kind 1 ist im Bett. Hervorragend. Oh mein Gott. Okay, Bella niest häufig. Fernando auch. Vielleicht sollten wir mal Staub saugen. Ja, ist gut. Du hier, da. Nimm eine Flasche. Ist gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Nein. Was machst du? Lass die anderen Kinder in Ruhe. Oh nein, jetzt ist das andere... Oh, Hilfe. 2 Kinder sind im Bett. Und wir haben 8 Uhr morgens. Heidewitzka, Herr Kapitän. Wessen Idee war das nochmal? Wie macht man denn hier eine 100-Baby-Challenge, bitte? Das ist doch überhaupt nicht möglich. Anton ist sehr hungrig. Oh Gott. Daniel ist nämlich auch sehr hungrig. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh Gott. Alles wird gut. Liebt es, gehalten zu werden. Chris, das geht nicht. Nein, bitte nicht. Ach du heilige Scheiße. Ich bereue gerade alles. Warum sitzt du? Oh mein Gott, das Begrüßungskomitee. Leute, ich habe keine Zeit dafür. Wirklich nicht. Es sei denn, ihr helft mir mit meinen Kindern. Das regnet. Ich muss meine Kinder reinholen. Schnell. So, wer liegt jetzt da draußen noch? Emma. Ab ins Bett mit Emma. Hast es gehalten zu werden. Der aggressive On. Anton, der rettet mein Leben. Anton, same. Das ist gar kein Problem. Du bist super. So, Chris, du kommst noch. Nein, nein, nein. Bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen. So, jetzt haben wir nämlich erstmal alle im Bett. Beziehungsweise, aber Chris geht's gut. Chris geht's gut. Braucht irgendwer was? Anton braucht irgendwas. Guck mal, sie macht das richtig gut. Sie ist einfach die geborene Mom. Nee, die Flaschen stehen rum. Oh Gott. Warum? Oh, wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wann haben die Kinder Geburtstag? Warum haben die an 2 verschiedenen Tagen Geburtstag? Okay, Chris scheint der zuletzt Geborene zu sein, denn Chris hat am Sonntag Geburtstag. Alle anderen haben am Samstag Geburtstag. Warum ist die Altersspanne so groß? Ich will das nicht. Sie ist auf normal. MC Command Center, ich war selber schuld. Ich habe das selber eingestellt. Oh Gott. Wisst ihr, ich überlege, ob ich das für diese Challenge auf kurz stellen soll. Weil es ist ja, also ist ja Teil der Challenge. Hä? Sonst geht das ja, ja, okay. Weil sonst geht das ja ewig, Leute. Ist ja ganz klar. Wann haben sie jetzt Geburtstag? Am Donnerstag. Perfekt. Seht ihr, mehr will ich gar nicht. Haben jetzt doch alle am gleichen Tag Geburtstag. Guck mal, jetzt haben sie auch alle am gleichen Tag Geburtstag. Ende gut, alles gut. Wir schaffen das. Oh mein Gott, also Anton ist richtig aggressiv. Er hat, also hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Er plant gerade schon den ersten Mordkomplott. Oh mein Gott. Hat irgendwer... Okay, ja. Ich wollte gerade fragen, ob wer so richtig Hunger hat. Anton hat richtig dolle Hunger. Oh mein Gott, sie wird ohnmächtig. Ah, no. Oh mein Gott. I love it. Fantastisch. So, back to life. Ja, warte mal. Die Kinder schlafen jetzt gerade alle. Oh mein Gott, sie schlafen alle. Dann können wir uns mal ganz kurz um Kim kümmern. Sie muss nämlich jetzt mal ganz kurz auf Toilette, muss sich mal was zu essen machen. Sie wird sich jetzt einfach direkt so was richtig
Großes machen, eine Riesenportion Macaroni mit Käse, damit sie da immer richtig schnell von essen kann. Mein Gott, ist das schön, guckt mal. Alle schlafen. Aber ich glaube, Anton hat immer noch sehr Hunger, da müssen wir drauf achten, weil ich will hier keine bösen Überraschungen. Nee, Fernando, alles wird gut. Dir geht's doch... Ach, das ist Chris. Kann ja mal passieren. Oh mein Gott, das Essen ist auch noch schlecht. Aber wir haben andere Prioritäten. Kleine Prioritäten. Ganz klitzeklein. So, Chris, was brauchst du noch? Er hat auch ein bisschen Hunger. Dann geben wir ihm auch noch was zu essen. Oh mein Gott, sie ist schon wieder ohnmächtig. Gut, dann müssen wir wohl doch erst noch ein bisschen schlafen gehen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dass sie einfach nicht tut, was ich hier sage. Oh mein Gott, die haben alle eine volle Windel. Ach, du heiliger Strohsack. Gurren? Oh mein Gott, Fernando kann gurren. Er ist eine Taube. Super. Siehste, geht doch. Alles easy peasy. Dann noch eine frische Windel. Super. Dann los zu Anton. Denn Anton hat auch super dolle Hunger. Oh Gott, Fernando ist auch sehr hungrig. Oh, oh Gott. Ich dachte, dass mir wurde gesagt, mein Kind wird abgeholt. Oh nein, sie wird schon wieder ohnmächtig. No. Leute, ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Säuglinge sind ja Terror. Hör mal, das Leben ist wunderbar. Aber guck mal, Chris geht's richtig gut. Okay, Anton ist dran. So nämlich. Oh, jetzt ist Daniel hungrig, aber wir schaffen das. Guck mal, wie glücklich sie ist. Ich glaube, es ist Emma. Ja, fein, du süße Maus. Das ist Bella. Aber super. Oh mein Gott. Die Kinder kriegen alle eine Bindungsstörung, ich sag's euch. So, super. Guck mal, und jetzt kannst du nämlich schlafen. Wisst ihr, ich habe wirklich gedacht, wir könnten vielleicht auch so mit den Kindern so Bauchzeit verbringen und so, dass wir denen so richtig was beibringen. Nein, einfach gar nichts. Einfach pures Überleben. Das ist besser als jedes Survival-Game hier. Aber wir haben 12 Uhr und die Kinder schlafen alle. Ist das schön. Welches Kind haben wir da? Daniel. Daniel ist jetzt nur noch müde. Das heißt, wir können ihn jetzt super hier ins Schlaf legen. Ab ins Bett mit ihm. Oh Gott, ich dachte, wir könnten jetzt schlafen gehen. Aber nein, es sind alle kollektiv aufgewacht. Nein. Oh no. Okay, wir haben ein grünes Kind, Leute. Wir haben ein grünes Kind. Es ist nur ein bisschen... Hey, ich habe ihr doch gerade die Windel gewechselt. Warum ist ihre Hygiene denn jetzt niedrig? Ach so, muss man die baden? Ach so. Aber warte mal, hat gerade irgendwer so richtig dolle Hunger? Ah ja, Fernando schon richtig doll. Warte, dann füttern wir noch kurz Fernando und dann gehen wir kurz schlafen. Okay, er schläft. Psch, alle schlafen. Alle schlafen, alle schlafen wunderbar. Alle schlafen. Ich habe vergessen, das Essen in den Kühlschrank zu stellen. Oh no. Ich bin wirklich, oh Gott. Zweiter Tag. Okay, mehr Schlaf gibt's leider nicht. Es tut mir sehr leid. Geh ganz schnell Pipi machen, aber ganz schnell. Du sollst Pipi machen gehen. Und morgen haben die Kinder Geburtstag, Leute. Ah. Oh mein Gott, wir haben das Kind mit auf Toilette. Oh mein Gott. I love it. Es ist so fantastisch. Ah, was passiert hier? Hä? War hier gerade ein Erdbeben? Oh mein Gott, Erdbeben! Irgendwie hat der Boden Vielleicht war ich auch nur ganz kurz auf Droge oder so. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. So, eins nach dem anderen. Welches Kind hat Prio? Fernando, Bella und Fernando. Fernando, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Nee. Du kannst jetzt nicht baden gehen. Komm gar nicht in die Tüte. Ja, die Geburtstage nahen. Das ist einfach nur toll. Die schönste Nachricht des Jahres. Okay, super. Machst du das? Sehr gut. Und dann wechseln wir noch von Fernando die Windel. Okay, anscheinend machen wir das doch nicht, aber das ist okay. Bella braucht dringend Essen. Oh Gott. Dann Anton. Super. Machst du das? Sehr gut. Die Mutter des Jahres. Guck mal. Alles unter Kontrolle, oder nicht? Zumindest weint kein Kind. Die stinken alle bis zum Himmel. Aber sonst geht's denen, also zumindest einem Kind geht's gut. Ne, zwei. 2 von 6 ist schon mal eine gute Quote, finde ich. Was ist jetzt passiert? Och süß, Fernando hat Lachen freigeschaltet. Guck, wir haben glückliche Kinder. Ihr müsst mitspielen, Kinder. Oh Gott, und jetzt will sie auch noch flirten. Eine Beziehung eingehen. Ja, ich wünsche mir auch nichts mehr als einen Partner. Ich sag's dir. Oh Gott im Himmel. Bitte sende mir einen Partner. Mach doch bitte einmal das, was ich dir sage. Oh mein Gott, okay. Naja, aber ein Kind baden ist auch was Gutes. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Oh Gott, ist das süß. Oh, kurze Cute Break einfach. Auch einfach mal genießen. Ah, das Leben ist schön. Guck mal, wir blenden die anderen Kinder einfach aus. Wir tun einfach so, als wenn es nur uns und Fernando geben würde. Bist du Fernando? Nein, du bist Chris. Erstes Bad freigeschaltet, obwohl du schon seit keine Ahnung wie vielen Tagen auf der Welt bist.
Oh Gott. Okay, dir geht's jetzt richtig gut. Also abgesehen von den ganzen Blähungen und dass du Hilfe brauchst und so weiter. Schlaf. Einfach schlafen, okay? Braucht jetzt noch irgendwer dringend Essen? Immer noch Daniel. Okay, wir werden noch mal kurz ohnmächtig, aber wir haben alles unter Kontrolle. Natürlich. Oh Gott, unsere Kinder haben alle keinen Hunger. Ach, ist das toll. Schön. So, jetzt können wir uns ja auch mal ein anderes. Guck mal, ich glaube, Emma braucht mal ein Bad. Emma ist zwar auch sehr müde, aber wir bewahren sie natürlich davor zu ertrinken. Wir werden... Nee, nicht gute Nacht, Kuss. Du wirst sie jetzt baden. Let's go. Toll. Super. Und jetzt ab ins Bett mit ihr. Und dann haben wir ein weiteres glückliches Kind. Aber erstmal kurz nochmal eine Runde, einen kleinen Nap. Oh Gott. Oh, wie viele Ohnmachtsanfälle waren das? So. Nee, nee, schlafen. Schlafen. Schlaf. Super. Ganz vorsichtig gehen wir jetzt ins Bett. Ganz vorsichtig. Kommt, schlaft alle. Nein, 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 nein. Schlafen, schlafen, schlafen. Nein, schlafen. Oh Gott. Anton, komm, du bist müde. Ja, ja, Anton ist müde. Wir schlafen alle. Und alle wachen wieder kollektiv auf. Das ist doch ein Komplott hier. Ich sag's euch. Das ist ein organisiertes Verbrechen dieser Kinder. Okay, ich glaube, Anton braucht mal ein Bad. Oh Gott, Anton ist glücklich, Leute. Anton ist glücklich. Bitte schreibt es in irgendeine Zeitung als Schlagzeile. Wir reden nicht über die anderen Kinder da hinten. Wir reden nur über dieses Kind hier. Oh Gott, er ist nicht mehr glücklich. Oh Gott. Ich lasse sie sich jetzt mal selber kümmern. Ich mache jetzt mal nichts. Sie macht das ja toll. Sie ist ja Mutter des Jahres. Gott. Aber guck mal, also das Soziale, tippitoppi. Hör mal, sie braucht einfach keine Freunde. Sie hat ja ihre Kinder. Beruhigt sich selbst, Bella. Du bist ein Engel. Du bist ein Engel. Bella, du bist toll. Dritter Tag. Wach in und traurig, weil aufgewacht ist. Anton ist traurig aufgewacht. Das ist ja lustig und... Oh Gott. Ja, heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist euer Geburtstag. Happy Birthday. Anton, willst du der Erste sein? Weil du bist ja das A. Anton, du bist der Erste. Ich habe mich noch nie so sehr auf den Geburtstag gefreut. Und noch nie so sehr auf Kleinkinder gefreut. Obwohl die nicht viel besser sind, aber die können sich immerhin selber bewegen. Und wir können hier einfach irgendwo Essen auf den Boden stellen und dann nehmen die sich das. Es ist, oh Gott. Wir haben unsere Stühle einfach nicht einmal gebraucht. Ja, weil wir denen halt auch nicht beigebracht haben, sich hinzusetzen. Das sind die unterentwickelsten Kinder der Welt. Oh mein Gott, guck dir die ganzen Flaschen an. Anton, ja! Guck mal, Anton, du bist anhänglich. Von gefühlsstark zu anhänglich. Naja, dann ist das der anhängliche Anton. Anton hat ein Bonusmerkmal erhalten. Welches Bonusmerkmal? Guck mal, was für ein Playboy. Unglücklicher Säugling. Nein. Oh nein. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Okay, Bella, du bist unsere Zweite. Ist gut, beruhige dich. Happy Birthday to you. Und Bella, du bist heikel. Von zappelig zu heikel, passt auch ein bisschen, ne? Die belastende Bella halt. Alright, Chris, du bist unser drittes Kind. Oh, Anton und Bella, ja, ach man, süß. Seid ruhig Spaßvögel miteinander, das ist eine schöne Idee. 3 von 6 und wir haben den albernen Chris. Hör mal, super, weil das ist ja der coole Chris, passt auch perfekt. Ach, guck mal, wie süß er ist. Ich glaube, Chris ist mein Favorite. Also man soll ja keine Favoritenkinder wählen, aber ich glaube, so rückblickend hat Chris uns am wenigsten Ärger bereitet. Und Bella ist singfreudig. Oh mein Gott, ist das süß. Ist das süß. Ich wusste... Ah, oh mein Gott, wir haben schon wieder ein Erdbeben. Ich wusste, ich habe es mir nicht eingebildet. Ah, oh Gott im Himmel. Das ist ja schrecklich. Vor Schreck haben wir ganz kurz vergessen, unser Kind altern zu lassen hier. Daniel ist unser unabhängiges Kind. Daniel finde ich super. Finde ich schön. Von vorsichtig zu unabhängig. Also ich sehe da eine Entwicklung, Leute. Und er ist auch einfach cool. I mean, look at him. Er ist sogar geschminkt. Einfach ein paar Altersstufen übersprungen. So, weiter geht's mit Emma. Und Emma ist von sensibel zu neugierig geworden. Sehr cool. Und last but not least, we have the one and only Fernando. Und er ist... Von vorsichtig zu Charmeur. Süß. Oh mein Gott, Leute, we did it. We did it. Oh mein Gott, wie süß bist du denn, Emma? Heidewitzka. Leute, das ist das Ende von diesem Desaster. Man kann es nicht anders nennen. Ich habe es mir ernsthaft nicht so schwer vorgestellt. Also, mir wurde oft geschrieben, oh mein Gott, ich habe gerade zwei Säuglinge, es ist schrecklich, es ist so anstrengend, bla bla bla. Ich habe immer gedacht, ach, pff.
Ich als Sims-Profi hätte natürlich alles unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob es mir anders gehen würde, wenn ich nur 2 Säuglinge hätte, aber Säuglinge sind der Terror. Und gleichzeitig liebe ich es. Ich liebe es. Es wird fantastisch, wenn wir das mal in unserem Let's Play drin haben. Falls wir hier weitermachen sollen, falls wir weiter versuchen sollen, diese Kinder am Leben zu halten, beziehungsweise diese Kinder nicht abgenommen bekommen sollen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich hier nochmal 1 oder 2 Episoden spielen, sodass wir es vielleicht wirklich schaffen, sie zu Teenagern heranziehen zu lassen, quasi. Dass wir jetzt dann noch die Kleinkinder spielen und die Kinder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Also ich finde solche Gameplay-Challenges immer super cool. Und vor allem halt so mal eine Abwechslung zu den normalen Let's Plays, weil man so halt auch mal andere Gameplay-Features, die man so vielleicht nicht im normalen Let's Play benutzt, sehen kann und spielen kann. So wie jetzt eben die Säuglinge. Es war hart, aber es hat mir, wie gesagt, unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch irgendwie unterhaltsam. Shoutout geht jetzt schon mal raus an Anna, weil ich weiß, dass sie daraus wieder, ich nenne es mal, ein Anna-Meisterwerk machen wird, weil es ist einfach immer, sie gibt dem Ganzen immer noch mal einen Schliff und ich finde das dann immer noch mal mehr lustig, als wenn ich einfach nur meinen Scheiß erzähle. Deswegen Shoutout an meine Anna. Dicker Kuss an dich. Lobt mal die Anna in den Kommentaren. Also Anna ist meine Cutterin. Falls ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt für irgendwelche Gameplay-Challenges, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil es macht mir wirklich mega Spaß. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi!